Hallo zu Groningen abdichten in der Südostecke, Teil 2. Zuerst sehen wir uns an, was wir im ersten Teil geleistet haben. Dazu wechseln wir wieder nach Groningen und sehen diese wunderschöne Häuser- und Betriebe-Kombination. Ihr erinnert euch, hier stand ursprünglich die erste Mauer in etwa. Diese wurde ersetzt durch diese neu gesetzte Mauer. Worauf wir aufzupassen haben, ist vor allem diese Straße, die hier hineinragt. Diese muss abgedichtet werden und dieser ganze Bereich hier. Das wird hier behandelt werden, in diesem Teil. Beginnen tun wir damit, dass wir einmal überhaupt Bauplatz schaffen. Was erledigt ist. Nun setzen wir einen Temporärbetrieb, 6 Felder Abstand, zu den beiden Wohnhäusern der Stadt, hierhin. Warum 6 Felder? Weil hier jetzt ein permanent stehenbleibendes Gebäude, ein Betrieb, ich nehme mal ein Sägewerk, hingebaut werden würde, beziehungsweise ich tue es. Durch dieses eine Feld hier entsteht keine Straße. Diesen Temporärbetrieb können wir jetzt noch nicht abreißen. Wir haben noch zu tun. Und zwar wegen hier hinten. Wir brauchen ein Fachwerkhaus. Und zwar genau anschließend, direkt angrenzend an die beiden Häuser der Stadt. Warum? Wenn wir jetzt beginnen, die ganze Seite hier dicht zu bekommen, dann würde der Bauplatz hinter den beiden Häusern dieses eine Feld mit einer Straße vollgefüllt werden. Also beginnen wir mit einem Temporärbetrieb genau an der Ecke und einem fixen in der Mitte. Bitte nicht umgekehrt, weil würden wir hier beginnen zu setzen, würde es hier keinen Bauplatz mehr geben, weil hier eine Straße angebaut würde. Nun dichten wir hier ab. Mit einem einfachen Fachwerkhaus. Wir setzen das Haus genau an die Ecke, deswegen, weil wir mit dem nächsten Temporärbetrieb an die gegenüberliegende Seite der Ecke rausrücken. Hierhin. Damit ist diese Ecke hier dicht. Wir hätten es schon fast geschafft. Jetzt ist es aber so, dass wir hier Bauplatz verschenken würden und eigentlich nicht wirklich weiterkommen würden. Also kommt hier ein Betrieb hin, hier, und die Ecke wäre auch dicht und kein Bauplatz wäre verschenkt. Dafür brauchen wir allerdings Vorarbeiten. Nämlich, hier hinten das Fachwerkhaus müssen wir abreißen. Und temporär abdichten hier hinten. Wir haben das Haus in der falschen Ausrichtung bekommen. Wir verwenden es zum Bauplatz generieren. Also, ich setze das Ding jetzt mal. Hier wäre schon dicht. Das müssen wir machen, bevor wir hier ein Straßenverhinderungshaus hinsetzen. Und zwar in 6 Felder Abstand zu diesem vorderen. Und wir brauchen noch einen Straßenverhinderungsbetrieb in dem Fall. In 9 Felder Abstand zu dieser Straße. 9 Felder deswegen, weil wir hier zwei Betriebe hineinsetzen. 2 mal 4, die Breite, macht 8. Ein Feld Abstand zum nächsten Betrieb verhindert die Straße. Diesen Betrieb können wir jetzt nicht abreißen. Warum? Weil wir dann wieder das Problem damit hätten, dass da hinten der Bauplatz vernichtet würde. Also zuerst dieses Fachwerkhaus abreißen, dieses temporäre Haus, und wieder zurück
an die bestehenden Städtegebäude. Jetzt können wir diesen Betrieb wieder abreißen und durch fixe Betriebe, in dem Fall nehme ich aber Ziegeleien, wieder bauen. Nun, hier ist jetzt endgültig dicht. Hier wieder nicht. Also reißen wir das Fachwerkhaus wieder ab und setzen wieder eins Ecke an Ecke in einem Feldabstand zu den Stadtgebäuden. So, unsere Aufgabe ist erledigt. Hier hinten ist es völlig dicht. Was wir jetzt noch tun, ist, dieses Temporärgebäude abzureißen. Dieses hier nicht. Dieses ist noch wichtig, wenn wir dann nach dem Fall der zweiten Mauer hier weiter abdichten werden. Aber wir könnten was anderes machen, um zu beweisen, dass tatsächlich alles dicht ist. Setzen wir hier ein Haus hin. Und siehe da, es ist keine Straße entstanden. Dieses Haus wird interessant, wenn ihr beginnt, hier den Bauplatz optimal zu nutzen. Ihr braucht dann wahrscheinlich auch hier hinten eins. Dieses eine Feld hier braucht ihr euch nicht schrecken. Das ist keine Straße. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf eure Kommentare. Ciao!